Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Kein geringerer als Martin Luther, dessen reformatorische Errungenschaften wir in diesem Jahr feiern, hat diesen Satz geprägt. Gleichzeitig Herr und Knecht sein? Niemanden untertan sein und doch jedermann untertan sein? Was auf den ersten Blick unvereinbar scheint, entpuppt sich als eine Art 3D-Bild. Je nach Perspektive leuchtet Verschiedenes auf. In der Tiefe unseres Seins, wo Gott sein Ebenbild in uns hineingesetzt und die Cherubim als Gatekeeper davor gesetzt hat, was kein anderer Mensch antasten kann, da sind wir frei. Frei von der Welt, von ihren Moden und Meinungen. Gott und ich, Gott für mich, das genügt. Im täglichen Leben aber, in Staat und Gesellschaft, sind wir gebunden an Ordnung und Gesetz. Wir müssen uns sehr wohl einordnen und unterordnen, sonst funktioniert unser Miteinander nicht. Andern ihr Recht einräumen, eine Strafe absitzen oder auf integre Autoritäten hören? Völlig korrekt. Im Allerinnersten, in unserer Seele, bleiben wir auch dann frei, wenn wir äußerlich unfrei sind, in Krankheit, Armut oder gar in Gefangenschaft. Wir sind aber nicht frei auf Knopfdruck oder qua frommer Leistung, sondern allein aus dem unbedingten Liebeswillen Gottes für jeden einzelnen Menschen. Das wollen wir feiern.